Smalltalk. Er gibt mir wenig und nimmt mir viel. Als introvertierter Mensch nimmt mir jeder soziale Kontakt ein klein wenig Energie ab. Somit habe ich mir angewöhnt, möglichst viel aus diesen Situationen herauszuholen. Meine soziale Energie geht also an Freunde, Familie oder Pflichttermine. Fast immer, wenn wir Smalltalk machen, sprechen wir mit jemandem, der nicht in diese Kategorien fällt. Bekanntschaften und Fremde bekommen also die Energie, die wir lieber behalten würden. Vorweg möchte ich sagen, ich nutze Smalltalk natürlich trotzdem. Er erfüllt durchaus seinen Zweck. Aber er macht mir nie Spaß und er gibt mir nie genug, um mir mehr davon zu wünschen. Er ist entweder eine Belastung oder er ist halt eine Vorstufe zum Deep Talk. Falls es dir auch so geht, findest du dich in diesem Video vielleicht wieder. Und falls du total gerne Smalltalk machst, verstehst du am Ende vielleicht, warum es anderen nicht so geht. Ach ja, normalerweise baue ich gerne selbstgemachte Aufnahmen in meine Videos ein. In diesem Fall würde das aber verlangen, dass ich mit Menschen rede und das dann auch noch filme. Nächstes Mal wieder mehr selbstgefilmtes, versprochen. Beim Smalltalk geht es nicht wirklich um sinnvollen Informationsaustausch oder den Aufbau einer tiefergehenden Bindung. Smalltalk behandelt meist die Themen, die für jeden zugänglich sind, wie das Wetter oder die Bundesliga-Ergebnisse, und bei deren Besprechung man nicht allzu viel über sich preisgeben muss. Das macht Smalltalk sicher. Man kann ihn praktisch mit jedem und überall führen. Dieser vermeintliche Vorteil ist aber genau der Grund, weshalb viele von uns ihn nicht leiden können. Wenn ich nichts über die Werte, Ziele und Einstellungen meines Gegenübers weiß, werde ich keine Verbindung aufbauen. Ich werde Probleme damit haben, mich für seine Worte zu interessieren. Und ich werde nicht das Bedürfnis haben, mich selbst zu öffnen. So wie ich nicht spontan Interesse erzeugen kann, erwarte ich auch nicht, dass sich mein Gegenüber dafür interessiert, was ich über die neue Wandfarbe im Hausflur denke. Richtig problematisch wird es, wenn Smalltalk aufgezwungen wird. Manche Menschen sind so dermaßen sozial und extrovertiert, dass sie auf jeden zugehen und Gespräche beginnen. Was kein Wunder ist, denn Smalltalk ist für sie nicht nur nicht anstrengend, sondern einfach etwas Schönes. Doch einigen von ihnen ist es völlig egal, welches Feedback du und ich ihnen geben. Wir können dastehen wie Statuen und alle Fehler machen, die man für guten Smalltalk vermeiden sollte. Aber der Smalltalk-Liebhaber registriert davon gar nichts. Und wenn wir oft genug in diese Situation hineingezwungen werden, wird aus einer Abneigung für Smalltalk irgendwann auch Smalltalk-Hass. Ich denke, viele würden mir zustimmen, wenn ich Smalltalk als Vorstufe für Deep Talk als notwendiges Übel beschreibe, aber Smalltalk als Selbstzweck zum Kotzen finde. Das große Problem? Gut im Smalltalk zu sein, ist eine sehr wertvolle Fähigkeit im 21. Jahrhundert. Menschen, die Stille füllen und überall Mini-Verbindungen schaffen, sind allgemein beliebter und erfolgreicher. Wir nennen sie auch soziale Schmetterlinge. Sie können einfach überall landen. Und wer nicht gut im Smalltalk ist, ist nun mal im Nachteil. Ist die Lösung jetzt also, einfach im Eiltempo aus einem oberflächlichen Gespräch ein tiefgründiges Gespräch zu machen? Nicht wirklich. Ich habe nicht das Gefühl, das Recht zu haben, jemanden in eine tiefergehende Konversation zu zwingen. Deep Talk liegt nicht jedem und es ist auch nicht unbedingt angebracht, im Hausflur mit den Nachbarn über den Sinn des Lebens zu sprechen. Smalltalk soll irgendwie immer einen kurzen Moment füllen. Da bleibt kaum Zeit für andere Themen als das Wetter, ein Fußballergebnis oder hey, wie geht's? Ja, gut und selbst. Aber ich möchte die Zeit meines Gegenübers gar nicht in Anspruch nehmen, wenn er oder sie das nicht möchte. Ich weiß, wie es ist, wenn mich jemand zulabert, dem ich nicht zuhören will. Es ist sehr unangenehm daran zu denken, dass ich anderen dieses Gefühl geben könnte, weil ich mich und uns dazu zwinge, Smalltalk oder Deep Talk zu nutzen. Wann immer ich Smalltalk mache, und oft auch danach, lungert da dieses Gefühl in meinem Oberstübchen, dass ich Zeit verschwende. Ich fühle mich beim Smalltalk nicht gut und ich lerne nichts Neues. Warum ist es meine Aufgabe, leere Konversationen am Laufen zu halten, vorzutäuschen, dass sie mir gefallen, und den anderen dazu zu bewegen, noch weiter zu reden? Das ist so amerikanisch. Tut mir leid, dass ich hier das Klischee bedienen muss, aber diese erwartete Oberflächlichkeit ist mir zuwider. Ja, ich muss gelegentlich Smalltalk machen, um überhaupt einen Gesprächseinstieg zu haben. Aber ich werde mich nicht dazu zwingen und ich werde nicht so tun, als würde es mir gefallen. Wenn mir dadurch Türen verschlossen bleiben, die sich den sozialen Schmetterlingen der Gesellschaft öffnen, dann ist das okay. Denn ganz ehrlich, wenn ich Menschen sehe, die in einer Stunde mit 6 verschiedenen Menschen Smalltalk machen können, dann denke ich beim besten Willen nicht, Mann, so wäre ich auch gern. Eigentlich denke ich mir bezüglich Smalltalk nur, dass ich mich freuen würde, wenn er sich weniger unangenehm anfühlen würde. Ich bewundere nicht diejenigen, die viel reden, aber nicht wirklich etwas sagen.
Meine Bewunderung gilt denjenigen, die tatsächlich einfach zu jedem Menschen Zugang finden. Das ist wundervoll und wenn ich schon Smalltalk machen muss, dann ist das mit diesen Menschen sicherlich einfacher. Besonders, weil es sich ganz schnell nach einem echten Gespräch anfühlt und nicht nur nach Gelaber. Gut in oberflächlichen Gesprächen zu sein, liegt nicht in meiner Natur. Dagegen kann ich mich jetzt mit Händen und Füßen wehren oder ich kann akzeptieren, dass ich Smalltalk lieber umfahren sollte, damit ich zufriedener bin. Wann immer ich mich doch zu Smalltalk habe hinreißen lassen, denke ich mir danach, warum eigentlich? Ich mag doch keinen Smalltalk. Und die Antwort ist immer, naja, um nicht unhöflich zu wirken. Wie absurd ist es eigentlich, dass ich, um sympathisch zu wirken, eine Maske aufsetzen muss, beziehungsweise an einem völlig ziel- und sinnfreien Dialog teilnehmen muss? Ist es nicht eigentlich sehr viel unhöflicher und unsympathischer, auf ein Gespräch zu bestehen, das mein Gegenüber gar nicht führen will,